Moin, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu dem vierten Video in dem diesmaligen Early Access zu Season 8, Episode 1 von The Crew 2, den US Speed Tour Cities. Und wir haben viel zu tun. Wir werden uns in diesem Video die neuen Events angucken, und das sind an der Zahl 4 Stück. Davon müssen wir aber nur 2 Stück fahren, denn, wie ich das schon in einem anderen Video erwähnt habe, sind in dieser Season alle Events doppelt verfügbar. Wir kriegen quasi immer ein Event pro Woche, und das doppelt. Einmal in der normalen Variante und einmal in der Endurance-Variante, also Ausdauerfahrt, wo man dann entsprechend mehr Runden hat. Also es ist dasselbe Rennen, aber mehr Runden. Das heißt, wir werden 2 Events fahren. Wir fahren einmal das New York-Rennen in normal, nicht Endurance, und einmal das Las Vegas-Rennen dann direkt in der Endurance-Variante, um quasi einmal normales, einmal Endurance gefahren zu haben und mal vergleichen zu können, wie sich die Endurance-Rennen so anfühlen. Die sind so um die 10 Minuten lang. Das heißt, schon ganz ordentlich. Nicht das, was ich gerne an langen Events dazu hätte, aber weil die so lang sind, sollten wir auch bald loslegen. Bevor wir allerdings loslegen, gibt es eine andere Neuigkeit, die ich euch erzählen muss, nämlich ein neues Meta-Fahrzeug. Ein neues altes Meta-Fahrzeug. Der Ferrari FXX Car Touring Car ist anscheinend in Touring Car durch ein neues Handling aufgestiegen und ist extrem schnell. Ich bin hier nur gerade kurz eine halbe Runde über eine Touring Car Strecke gebrettert und muss sagen, das Ding fährt sich schon echt krass schnell. Deshalb hoffe ich, dass wir bald neue Folien, neue Designs für die Karre kriegen, dass der auch entsprechend geil aussieht, wenn das jetzt unsere Touring Car Meta wird, wonach es aktuell aussieht. Ich habe schon Nitro-Mischer draufgepackt, aber ich will euch die Profi-Settings nicht vorenthalten. Kuss geht raus an Sander, der sie besorgt hat, und an Evil, der sie anscheinend gemacht hat. Danke dafür. Damit wir die hier testen können, ihr euch die direkt jetzt screenshotten könnt und dann im Spiel im besten Fall direkt ausprobieren könnt. Zumindest nach dem, was ich bis jetzt gefühlt habe, und ich bin wirklich nur kurz eine halbe Runde gefahren, fühlt sich das Ding schon echt gut an. Und das werden wir jetzt rausfinden. Wir gehen also einmal zu dem New York in normalen Rennen, nicht Endurance. Und wir sehen schon, der erste weiß Bescheid, der ist auch den Ferrari FXXK gefahren und hat dann eine 3.13 aufs Trapez gelegt. Ich kenne die Strecke nicht, werde jetzt First Try da höchstwahrscheinlich nicht mithalten können. Aber ich bin mal gespannt. Das heißt ja, dass die Rennen sich stark an den Städten orientieren. New York ist eine große Stadt, breite Straßen. Ich will mal hoffen, dass wir da jetzt eine entsprechende Touring-Car-Strecke kriegen. Ich würde mal tippen, 3 Minuten 13 werden 2 bis 3 Runden. Sagen wir mal 3 Runden könnte ich mir vorstellen. Und dementsprechend wäre wahrscheinlich... Oh, da sehen wir es. Oh, da haben wir die Strecke kurz gesehen. Okay. Oh, schöne Startposition, das sieht gut aus. Gefällt mir. Willkommen in Lower Manhattan, dem pulsierenden Herzen der bekanntesten Stadt der Erde. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Normalerweise wimmelt es hier von Autos und Fußgängern, aber heute sind die Straßen frei für den ersten Teil unseres Temporennens durch eine der herausragendsten Städte der Welt. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn jetzt geht es los. Die Engstellen auf jeden Fall ganz ordentlich. Der FXXK hatte eben schon einmal kurz Probleme, als wir über den Hügel gefahren sind. Da ist er weggerutscht. Hier wird's böse. Da muss man sehr präzise bremsen. Das war schon zu viel. Ja, die Strecken wird man sich auf jeden Fall einprägen müssen. Da wird Fahrerfahrung und Streckenkenntnis wieder echt Gold wert sein, um sich hier entsprechend was aufbauen zu können. Wir sind jetzt in der ersten Runde gleich durch, bei 33% wahrscheinlich. Das heißt, ich hatte recht, es wird ein dreiründiges Rennen sein. Ja, jetzt kommen wir beim Start an, genau. 3 Runden, das heißt höchstwahrscheinlich sind die Endurance-Events 9 Runden lang. Würde ich mal einfach tippen. Die Fahrer sollten einen schönen Blick auf die ferne Williamsburg Bridge erhaschen, die von der Lower East Side nach Brooklyn führt. Einst war sie die längste Hängebrücke der Welt. Heute ist sie zumindest noch eine wichtige Überführung. Einst die längste Brücke der Welt, aber immer noch wichtig. Immerhin. Der FXXK fährt sich schon schön, ne? Man muss ein bisschen aufpassen hier, aber fährt sich schon echt schön. Hey, 10 Kilometer gefahren auf dem Kampf. Alter, noch habe ich die Kurven aber echt nicht drauf. Gut, muss man natürlich zu sagen, ich fahre ja auch das Auto jetzt zum ersten Mal richtig. Dementsprechend ist natürlich auch das Auto jetzt für mich was anderes. Aber die Kurvenfahrtwinkel, die ich in den Summit-Videos so gerne predige, habe ich natürlich jetzt auch noch nicht drauf. Neue Strecke kann auch ich nicht auf Anhieb perfekt. Highway.
Aber ich finde es ganz cool, dass es mal ein bisschen mehr in Richtung Touring Car und Alpha Grand Prix geht in der nächsten Season, beziehungsweise hauptsächlich der Touring Car anscheinend, aber meiner Meinung nach würden die Strecken auch für Alpha Grand Prix taugen. Ich sehe das so ein bisschen so, Touring Car ist so die Kategorie, die vielen Spielern in The Crew fehlt, weil das, was man da machen muss, ist an sich das, was man auch in Hypercar-Strecken machen muss. Nur, dass es da kein Schwein macht. Nämlich diese Kurvenfahrtswinkel, ne? Die richtigen Bremspunkte und so. Das ist eigentlich in jedem Rennen wichtig, aber in den Touring-Car-Rennen kannst du nicht ganz so viel schneiden, nicht ganz so viel cutten und dadurch musst du dann noch mehr drauf achten, wenn du deine Zeit verbessern willst. In den Hypercar-Rennen gut, New York beispielsweise. Ja, Digga, was mache ich denn hier? Okay, also scheinbar der FXXK verträgt auf jeden Fall das nicht, wenn man hier die Wände kratzt. Die großen Reklametafeln am Times Square werdet ihr sicherlich erkennen. Ich selbst habe hier schon etliche Male Silvester gefeiert und es ist wirklich unvergleichlich. Worauf wollte ich gerade hinaus? Kein Schimmer. Einfach nur, dass man eigentlich mehr Touring Car fahren sollte, wenn man fahren will. Stimmt, ich war gerade bei New York. Bei New York muss man halt echt einfach nur irgendwie blind über die Abkürzung ballern und hat schon 4 Minuten besser als man ohne Abkürzung. Das waren heute fährt. Fantastische Rennen. Gefühlt, so krass ist es nicht. Denn wir haben noch viel mehr davon das auf ist Lager. Halt schon. Mal gucken, hey, wo auf die besten Liste. Boah, ey, für den First Try nicht so schlecht. Immerhin Platz 3 mit 2 Sekunden Abstand. Gut, sind natürlich jetzt nur ein paar Leute im Early Access, die jetzt auch alle nicht Jahre rein investieren, aber ey, ich find's nicht schlecht. Der FXXK ist halt wirklich stark, ne? Merkt man, der ist ordentlich. Oh, was kommt jetzt? Okay, wenn ich. Hörst du das Piepsen? Das ist ein Radar, der anschlägt. Ja, ja. Das heißt, dass da eine Klappe. Interessiert nicht. Also, das erste Rennen, würde ich sagen, war jetzt schon mal ganz schön. Der FXXK verträgt auf jeden Fall diese Wallgrinds nicht. Also, wenn man die Wand ankratzt, schießt er auf jeden Fall gut raus. Jetzt gehen wir zu dem Las Vegas-Rennen Endurance. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das komplett ins Video reinnehme. Ist, die du einsammeln weil kannst. 10 Minuten ist schon ein bisschen je näher hart. Du bist, desto schneller das Piepsen. Versuch sie aber zu finden. Mal gucken. Las Vegas Endurance. Das Radar funktioniert nur unterwegs. Also fahr los, wenn du die Live-Belohnung finden willst. Die ganze Zeit was über Live-Belohnung. Das hört mich überhaupt nicht. Aber gut, immerhin, es gibt so Kurz-Tutorials. Einmal mal. Oh, die Strecke sieht immer interessant aus. Lange Gerade auf jeden Fall drin. Es ist Nacht. Stimmt, ich habe auch gehört, die Endurance-Rennen sollen einen Tag Nacht bzw. einen Wetterwechsel willkommen immer drin Silver haben. State bei einem Rennen mitten durch die Stadt der Sünde. Unsere Fahrer werden heute Abend im Schein der Casinos eine Menge Gummi verbrennen. Sommer, Las Vegas, auf geht's! Na, das ist die Kurve schon wieder nicht so ganz sauber. Hier wird's eng. Linkskurve, danach rechts mit ein bisschen viel mehr Speed auf jeden Fall. Die wird eng hier. Ja, das war nicht so schlecht. Ja. Nein. Ja, Alter, okay. Also FXXK mag diese Leitplanken und so halt wirklich gar nicht. Aber der ist halt trotzdem scheiße schnell, ne? Das muss man einfach sagen. Fühlt sich auch beim Fahren extrem schön an, muss ich sagen. Ob das aus den Kurven rausbeschleunigen, macht er relativ problemlos. Es werden, glaube ich, keine 9 Runden, ne? Doch, wir sind jetzt einmal durch. Ziemlich genau 1 Minute und ein paar Sekunden, also 9 Runden wir ungefähr. Den Strip entlang 10 nach Runden, Süden, wir sind bei 10%. Erste enge Kurve am Bonnie. Ja krass, okay, 10 Runden ist natürlich knallig. Aber die Leute sind hier in 9 Minuten noch was gefahren, Respekt. Also, da muss er echt mit einem irren Speed durchzimmern, damit du hier in 9 Minuten durchknallst. Ah, okay, man kann ja aber mit sehr viel Speed durch die Kurven. Das muss man sich halt jetzt merken, ne? Durch welche Kurven kannst du mit wie viel Tempo, um da entsprechend die Zeit zu verbessern. Und hier geht es dann jetzt halt bei den Bestzeiten. Theoretisch ist das jetzt ein Rennen, wo die Bestzeiten weitaus bedeutender sind als bei New York. Weil bei New York kannst du mit Abkürzungen und so natürlich viel rausholen. Aber hier geht es jetzt wirklich nur um perfektes Kurvenfahren, Nitro-Management und, wenn du nachher eine Bestzeit haben willst. Und natürlich Streckenkenntnis, ohne Ende Streckenkenntnis. Also hier ist tatsächlich Bestzeit theoretisch weitaus aussagekräftiger als auf New York. Gut, jetzt sind wir in 1 Minute ungefähr die 2. Runde gefahren, das sieht schon besser aus. Nitro ein bisschen rausgeschmettert, es wird nebelig, das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Ui. Ja, Streckenkenntnis und irgendwann muss es einfach automatisch laufen. Ne? Welche Kurven mit Vollspeed, die jetzt zum Beispiel nicht mit Vollspeed, aber mit viel Speed. Die hier ist halt total langsam. Da bin ich jetzt ein bisschen zu spät in die Kurve reingefahren.
Aber es fährt sich schon krass. Also es ist schon cool. Dritte Runde. Wir sind also noch sehr früh im Rennen. Viel ist noch drin, aber die Rekordzeiten, also da habe ich ja jetzt schon Todesrespekt, mit 9 Minuten noch was durchzuschmettern, beinhaltet schon ein relativ fehlerfreies Rennen und dann auch noch, das waren ja relativ gute 9 Minuten Zeiten. Ne? Ich weiß gar nicht, was hier am Ende drin war, aber ich müsste ja im Prinzip jetzt dritte Runde unter 3 Minuten im Ziel ankommen, damit das irgendwie hinkommt, hier mit 9 Minuten im Ziel anzukommen. Und wir sind ziemlich genau bei 3 Minuten an. Heißt aber auch, wir haben wieder ein bisschen Zeit rausgefahren. Ich würde sagen, die dritte Runde war jetzt unter einer Minute. Aber alles in allem, ey, da muss man schon ganz schön Knallgas geben, um hier eine gute Zeit zu fahren. Hier jetzt ein bisschen abgebremst. Jetzt kommt ein sehr technischer Abschnitt. Hoffentlich halten die Fahrer den Fuß auf der Bremse. So. Diese kleine enge Kurve, ne, da ist es halt echt wichtig, wie stark man bremst. Man muss bremsen, um da durchzukommen, aber wenn man zu stark bremst, verliert man halt echt komplett Tempo. Was machen die zwei hier außerhalb der Strecke? Wie ist das jetzt passiert? Ich will es gar nicht wissen. Aber interessant, die NPCs werden wir wahrscheinlich in diesem Rennen überrunden. Und hier fahren wir jetzt mal nach außen, damit wir ein bisschen mehr Tempo mitnehmen können. War nicht ganz sauber, aber war okay. Vierte Runde, Ziel wäre es, unter 4 Minuten durchs Ziel zu kommen. Oh, das hat geklappt. Das heißt, wir sind jetzt bei der Rundenzeit unter einer Minute. Wenn wir die halten können, könnte man auf jeden Fall in 9 Minuten irgendwas fahren. Das war schön, würde ich behaupten. Der FX6K fährt sich schon gut. Solange man die Leitplanken nicht kratzt, fährt er sich echt schön. Oh mein Gott, und in dem Moment kratze ich die Leitplanken. Jetzt müssten wir, glaube ich, bei den NPCs wieder ankommen. Ja. Wir mit möglichst viel Speed durch. Spart uns einiges. Nein, ich wollte da eben vorbei. Oh nein, die Kurve habe ich unterschätzt. Nicht ins Schleudern kommen, bitte. Viel zu lange hier hinter dem NPC. Dadurch viel Tempo hier in der Kurve gelassen, was nicht unbedingt schön ist. So, Hälfte ist gleich vorbei, fünfte Runde. Ziel ist unter 5 Minuten ankommen. Das sollte auch jetzt locker klappen. Auch wenn die Runde jetzt wieder ein bisschen langsamer war als die davor, denke ich mal. Aber es sieht ganz gut aus. Da kommen NPC 3 und 2. Gleich haben wir alle einmal überrundet. Ja, okay. Kannst du mich mal bitte durchlassen? Danke. So was kostet dann natürlich Zeit, ne? Wenn man hier mit den NPCs konkurriert. Also ich habe jetzt in der Hälfte der Strecke fast alle NPCs einmal überrundet. Mit ein bisschen sauberer Fahrt würde ich sagen, kann man sagen, dass man hier bei leicht, ne? Das ist ja die leichteste Stufe des Rennens, alle NPCs zweimal überrunden kann. Alter, was mache ich denn? Viel zu viele Leitplanken-Crashes. Wahrscheinlich gibt es hier dann auch wieder irgendwie nachher einen Expertenweg, wo man dann doch irgendwie Wallgrind an ein oder zwei Stellen mitnimmt. Berühmt für seine Nachbildung der Freiheitsstatue. Aber hier gibt es auch noch eine der schnellsten Achterbahnen der Stadt. Hab ich nicht aufgepasst. Schnellste Achterbahn der Stadt. Was? So, sechste Runde. Wir sind bei 5 Minuten 52 ungefähr durch die Runde. Also wir sparen gerade gut Zeit ein. Es fährt sich echt schön. Ich muss sagen, mir gefallen die Endurance-Rennen. Vor allen Dingen, glaube ich, PvP mit Kollision. Mit Kollision. Wäre hier echt spannend. Weil da diese Überholmanöver echt schwer wären. Also da könnten wir, glaube ich, echt cool Community-PvP spielen wieder im Stream. Wenn die denn irgendwann, ne, das ist dann wieder eine Frage von irgendwann, mit Kollision ins PvP reinkommen. Und ich glaube, das wird nicht mehr passieren vor Motorfest. Glaube ich einfach nicht dran. Wäre schön, aber ich glaube nicht dran. Halleluja. So. Schick. 6. 49, 48 irgendwie waren wir durch die Runde. Und jetzt in den letzten 3 Runden. Das war schön. Und relativ viel Speed durch. Hier könnte man natürlich mit manueller Schaltung auch unglaublich viel Zeit rausholen, ne? Wenn man entsprechend schneller durch die Kurven kommt, besser rausbeschleunigen kann. Da ist es halt echt ein Vorteil, wenn man sich die Zeit genommen hat. Das ist ja so das Ding, wo ich mich immer noch vorscheue. Die manuelle Schaltung zu erlernen, ist halt einfach... Ja, an sich ist es sehr sinnvoll. Ich hatte da nie Bock drauf, gebe ich ganz offen so zu.
weil es für mich immer noch ein Arcade Racer ist. Ich will da auch ein bisschen gechillt bei spielen können und manuelle Schaltung ist für mich immer so der Schritt gewesen, der mir zu viel war. Da hatte ich nie Lust drauf. Aber ich sage definitiv, für alle, die es wissen wollen, wenn man es kann, ist manuelle Schaltung besser als automatisches Fahren. Aber da reden wir schon von einem Spielniveau. Und du mit einer Rechtskurve zurück auf den Strip. Also, gebt Vollgas und macht ein bisschen Krach für die Zuschauer in den Hotelfenstern. Wenn jemand einfach nur gut manuell schaltet, dafür aber die Strecke dann nicht komplett perfekt fährt, dann ist ein automatisches Fahren immer noch sinnvoller. Weil dann ist der Automatikfahrer definitiv schneller. Das war schön. So, enge Kurve. Nicht so wirklich schön gefahren, aber okay. Wieder ein, zwei NPCs gerade überrundet. Ich glaube, einer hing auch schon wieder in der Wand fest. Also die NPCs scheinen hier immer noch ein bisschen buggy zu sein. Aber ich muss an der Stelle betonen, hier war gerade wieder einer an der Wand. Ich muss an der Stelle betonen, das ist im Prinzip wie eine Alpha hier oder eine Beta. Ne? Also es ist noch nicht die endgültige Version. Es kann sein, dass das morgen im Spiel schon gefixt ist. Muss ich mal darauf hinweisen, das ist ja noch nicht die fertige Version, die ich hier fahre. Die Early Access Variante ist immer eine Vorab-Version, die noch ausgebessert wird. So, jetzt sind wir schon bei einer 8,43 in der Runde gewesen und jetzt haben wir sogar bei der letzten Runde. Wird definitiv keine Rekordzeit, denke ich, aber wir schlagen uns ganz gut und ich denke, mit ein paar mehr Tries wäre hier auch eine ganz gute Bestzeit drin. Aber das wollen wir natürlich jetzt nicht machen, wir übertreiben es jetzt hier nicht. Wir fahren jetzt hier einmal so ein Endurance-Rennen. Ich finde es tatsächlich echt cool. Also mir gefallen die Endurance-Rennen sehr. Gebt gerne meine Meinung in den Kommentaren ab, wie ihr das findet, dass sowas jetzt reinkommt. Ich bin ja Langzeit-Verfechter gewesen von längeren Events in Blue Crew 2. Ich meinte damit zwar was anderes, aber auch das finde ich einen guten Ansatz hier. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt, was man hier an Geld verdienen kann. Ob das irgendwie vergleichsweise mehr oder weniger ist, ob die Rennen sich zum Farmen lohnen. Ich würde aber mal nicht davon ausgehen, dass da wir rechts ist das King Arthur. Ich habe gehört, dort soll es eine tolle Retro-Show geben. Schön, auf jeden Fall. Zum Farmen weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oh, wow, noch ein tolles Speedtour-Rennen durch eine atemberaubende Stadt. Als nächstes geht es nach Norden, denn die Strecke führt uns in eine der entlegenen Ecken der USA, nach Seattle. Er sagt also jetzt schon an, dass in der dritten Woche Seattle kommt. Gut, für euch, das hier gibt es ja erst ab der zweiten Woche, ne? Aber nicht schlecht. Echt, gefällt mir gut. Die gefallen mir gut, die Events. Jetzt können wir mal kurz reingucken, wie das mit den Belohnungen aussieht. Wir haben jetzt hierfür leicht 45.000 Bucks für ein Rennen, das roundabout 10 Minuten geht. Wenn wir das mal vergleichen, bei Hypercar gibt es ja The Trails Auto. Da gibt es ja auch ein längeres Rennen. So, das hier sein, das geht, meine ich, auch um die 10 Minuten, bringt 38.000 Bucks. Wenn man danach geht, wären die Endurance-Rennen zumindest besser als das. Wenn man es jetzt hochrechnet, 45.000 Bucks für roundabout 10 Minuten, dann kommen wir auf für leicht 135.000 Bucks auf eine halbe Stunde. Und da muss ich dann leider sagen, das ist die Hälfte gefühlt von New York. Also nein, zum Geld farmen lohnt sich das Rennen nicht. Zumindest wenn ich mich jetzt nicht grob verrechnet habe. New York kriegen wir in unter einer halben Stunde auch 30.000 Follower. Hier kriegen wir 6.000. Macht 18.000, also nein. Zum Geld farmen lohnen sich die Endurance-Rennen offensichtlich nicht. Mit dem neuen Set aus dem Motorpass kann man es natürlich trotzdem machen. Es ist schön, es macht Spaß. Ich finde die Endurance-Rennen bis hierhin ganz gut. Bin jetzt auch nur eins gefahren. Mal auf die Bestenliste gucken. Okay, gut. Ich halte jetzt sogar theoretisch den Rekord. Habe ich nicht wirklich mitgerechnet. Ich dachte, hier hätte einer 9 Minuten 30 gehabt, aber das ist hier. Auf jeden Fall ein schönes Ding. Ich finde die Endurance-Rennen cool. Ich freue mich darauf, die gerne auch im Stream mit euch zu fahren. Ich glaube, man ist ja da nicht geghostet, also können wir da zumindest schon mal in normalen Lobbys zu viel Spaß mit haben. Aber vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was so möglich wird jetzt, wenn wir wirklich hier das neue Meta-Touring-Car haben. Es kann sein, dass sich das noch ändert, dass morgen bei der fertigen Version da wieder andere Autos doch stärker sind. Aber fürs Erste würde ich sagen, ich habe die Profi-Settings am Anfang gezeigt. Ich zeige sie gerne jetzt nochmal. Holt euch den FXXK, tunt den mal durch, Profi-Settings drauf und fahrt damit mal ein paar Strecken. Also kann sich lohnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir gucken jetzt im nächsten Video noch einmal über den Summit-Überblick und ich sage euch, warum ich jetzt morgen den Summit-Guide nicht so früh machen kann. Und ansonsten lasst gerne ein Like da und ein Abo. Wie gesagt, ich will vor Motorfest die 10.000 Abonnenten auf dem Kanal haben und gerne schon mal auf den anderen Kanal gehen. Link dazu in der Videobeschreibung und auch in meiner Kanalinfo. Ich habe jetzt einen Zweitkanal aufgemacht für Real-Life-Videos.
gerne mal da vorbeischauen. Da geht's in Zukunft hoffentlich auch rund. Bis jetzt ist da nur ein Video drauf. Wie gesagt, der Kanal ist brandneu. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich zur Summit Overview.